Stadion von Lewski Spartak Sofia. Die Ruhe vor dem Sturm. Turbulent ging es auf dem Nebenplatz zu. VfB-Trainer Helmut Benthaus ließ die mitgereisten Journalisten zum Fußballspiel antreten. Die Ausrüstung wurde vom VfB Stuttgart gestellt, der Gegner eine schnell zusammengerufene Journalistenauswahl aus Sofia. Vielleicht findet man unter den Sporttheoretikern einen Fußballbegabten, den man zur Not noch auf die Ersatzbank des VfB hätte setzen können. Vielleicht ihn von Bild, deshalb immer im Bilde. Selten im Bilde der Reporter dieses Berichtes. Ich muss zugeben, dass ich hier eine gute Aktion ausgewählt habe. Oder ihn von den Stuttgarter Nachrichten. Ein schwergewichtiger Verteidiger. Das Spiel endete übrigens 2:2 unentschieden. Ein Tor von einem unserer Kameramänner, aber Stürmer waren ja nicht gefragt. Herr Lackner, wie sind Sie mit Ihrer Leistung zufrieden? Im Großen und Ganzen sehr zufrieden. 2:2 auf des Gegners Platz, dazu 2 Auswärtstore, die zählen ja bekanntlich doppelt. Mit mir selber bin ich auch recht zufrieden. Offensivbereich hätte ich noch mehr tun können. Ich glaube nicht, dass ich heute auf der Bank sitzen werde beim VfB, wie damals in Amerika, wo ich als Nummer 18 im Aufgebot war. Trainer Benthaus könnte ja wohl ein paar Alternativen im Defensivbereich brauchen. Aber ich glaube, heute Abend sind mehr Kämpfer gefordert. Ich bin ein Techniker. Nach dem Spaß jetzt der Ernst beim Europacup-Spiel am Abend saß kein Journalist auf der VfB-Bank. Er wäre allerdings nicht aufgefallen unter den Akteuren mit unbekannten Namen wie Werner Gass, Axel Thoma, Jörg Wolf, Armin Jäger und Rudi Lorch. Das Hauptinteresse galt den beiden Amateuren auf dem Spielfeld. Rechts Achim Feil, 24 Jahre, und Herbert Briem, 27 Jahre alt. Beide 0 Bundesliga-Einsätze. Achim Feil musste Vorstopper spielen gegen Wolczew, jenem Mann, der im Vorjahr den VfB alleine aus dem UEFA Cup warf. Wolczew schoss in Stuttgart das 1:1 und in Sofia das goldene Tor zum 1:0-Sieg. Gestern war er bei Feil abgemeldet. Herbert Briem, 27 Jahre, störte erfolgreich die Kreise von Sofias Spielmacher Spassow. Auch in der Offensive war er kompromisslos. Wir haben vor dem Spiel sowohl der Trainer wie auch ich den jungen Leuten gesagt, sie müssen mit einer gewissen Zuversicht ins Spiel gehen. Und ich muss sagen, dass sich beide außerordentlich gut geschlagen haben, sowohl der Herbert Briem als auch der Achim Feil. Und man kann beiden nur ein Kompliment machen, wie sie sich bewährt haben in dieser nicht ganz einfachen Atmosphäre für sie. Helmut Rohleder, noch ein Wort zu Ihrem Vorstopper Achim Feil. Er hat seine Aufgabe sehr gut erfüllt. Er war hauptsächlich dazu vorgesehen, im defensiven Bereich zu zerstören. Auch der Herbert Briem hat seine Aufgabe hervorragend gelöst. Und wichtig war, dass beide sich auch ins Mannschaftsspiel gut eingefügt haben. Sie haben seine Arbeit hervorragend gemacht. Und ich muss in den Hut ziehen für die Amateure, weil im solchen Spiel zu spielen und so gut zu spielen, ist natürlich sehr schwer. Aber die haben für meine Seite sehr gut gespielt. Kollege Otto Lackner hatte recht. Gestern Abend waren die Kämpfer gefragt. Und so war für die gute Stuttgarter Leistung die Tatsache entscheidend, dass die Techniker Thomas Kempe und Karl Allgöwer den Jungen im Punkto Kampf ein Vorbild waren. Mach es weiter zurück, mach es dahin. Günther, geh weg, geh! Spiel wieder an, spiel wieder an! Andi, geh hin, komm her, Andi, komm her, Andi, komm her! Komm her, kriegst du wieder! Stuttgarts Trainer Benthaus nicht so ruhig wie gewöhnlich und bei dieser Aktion der VfB im Glück. Der englische unparteiische Hackett gab bei Briems Aktion gegen Wolczew keinen Elfmeter. Unsere Zeitlupe, die sich ganz auf die Beine und den Ball konzentriert, verdeutlicht, dass keiner hätte was sagen können, wenn die Entscheidung Strafstoß geheißen hätte. Neben den beiden Amateuren zwei weitere Helden. Die VfB-Verteidiger Günter Schäfer und Andreas Müller gingen verletzt ins Spiel. Müller mit einem Verband, Schäfer mit einer Spritze. Musste das sein? In der ersten Halbzeit ging es ganz gut, aber dann in der zweiten Halbzeit hatte ich schon große Schmerzen. Aber ich habe gesagt, ich muss mich da durchbeißen und es hat auch im Endeffekt ganz gut geklappt. Ich meine, jetzt habe ich natürlich starke Schmerzen im rechten Sprunggelenk unten. Aber ich hoffe, dass das bis am Samstag wieder einigermaßen hinkriegt. Wenn man in so personeller Not ist, wie wir zurzeit sind, muss es sein. Sonst hätten Sie heute nicht gespielt? Nee, wahrscheinlich nicht. Das Powerplay von Lewski Spartak Sofia wurde im zweiten Abschnitt noch intensiver.
Wie es dem VfB-Kapitän Helmut Rohleder dabei erging, können Sie in dieser hautnahen Einstellung nachempfinden. Die wackeren Schwaben konnten dem Druck nicht nur widerstehen, sie gingen sogar in Führung. Peter Reichert machte das 0:1. Ein Bilderbuchtor. Hier noch einmal aus einer anderen Perspektive die Vorlage von Kempe. Und mit dem rechten Fuß trifft Reichert das Tordreieck. Kurz darauf die Ernüchterung. Der 1:1 Ausgleich durch Kurdorf. Unsere Wiederholung zeigt, beinahe hätte Helmut Rohleder den Ball gehalten. Nach dem Ausgleich auf den Zuschauerrängen in Bulgarien, englische oder gar italienische Zustände. Die schwerste Zeit für die Stuttgarter. Doch alle behielten klaren Kopf. Die meiste Hektik auf der VfB-Bank. Dann nicht angreifen! Fast noch das Siegtor zum 2:1 durch Andreas Müller.